Side single. Da hat sich Lindsay Davenport verschätzt. Annonciert dieser Stoppball. Das gesehen. Ist auch fast schon ein Lob. Weichball für die Amerikaner. Riskanter Vorhandflugball. Wieder annonciert dieser Stoppball. Ball im Spiel halten, Kim Kleisters Dreisatzbälle. Und keine Reaktion bei Lindsay Davenport, irgendwas muss da los sein. 6-1, 6-1, wir sind das gespannt, ob wir eine Steigerung erleben bei Lindsay Davenport. Au, 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 au. Was für ein Unterschied bei Lindsay Davenport im Vergleich zum
beim 1:5, wie sie versucht, ins Spiel zurückzukommen. Und wer weiß, vielleicht hat sie eine Außenseiterchance. Um diesen zweiten Satz doch noch umzubringen. Der amerikanischen Tennisfans. Zu Recht. Aber das ist der Unterschied. Jetzt kommt sie nach vorne. Und was für ein Passierball. Vielen Dank. Kommt sie ran und wunderbar. Erstmals glatt durchgezogen den ersten Aufschlag. Und das. Annonciert. Zurück. Also das ist bestes dann den Ball hineinzwirbelt, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr viel Vorwärtsdrall, sehr viel Topspin und dann ein leichtes Spiel für Kim Kleisters. Mein Gott. Sicher gegangen. Das ist ein großer Ball gewesen von Lindsay Devon. Situation. Vier beide. Thank you.
100.000 Zuschauern gilt beiden Spielerinnen hier. Oh, was für ein Risiko ist sie da eingegangen, die kleine 18-Jährige. Kim Kleisters umläuft ihr Rückhand. 6:5 Kim Kleisters. Bin ich richtig zu sagen. Haben wir bei ihr nie erlebt, bei Lindsay Davenport. Die ist so richtig schön sauer. 15 Beine. Lindsay Davenport ist die neue Nummer 1 in der Welt. Sie steht im Finale der Tennis-Weltmeisterschaften in München. Nach einem schwachen Start kann sich Lindsay Davenport steigern und sie gewinnt.